Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Heute mal was ganz was anderes. Und zwar ein Feuerwerk. Und nicht irgendein Feuerwerk, sondern ein Musikfeuerwerk. Musikfeuerwerk, es ist ja im Namen schon drin, es wird sehr wahrscheinlich Copyright-Urheberrechtsverletzungen geben. Also im blödsten Fall wird dann Werbung eingeblendet bei dem Video, was ja normal nicht der Fall ist. Wenn dem so ist, ist nicht von mir, sondern weil Urheberrechtsdingens. Ist ja auch vollkommen okay, wenn man anderen Content benutzt, finde ich. Und Musikfeuerwerk ist natürlich zwingend erforderlich, dass man die Musik runterlädt. So viel dazu. Wer hat's erstellt? The Dead Forest. Und Feuerwerk hat der einfach drauf. Ich kenne das schon, das Musikfeuerwerk. Ich wollte es trotzdem einfach mal hierher zeigen, weil ich finde es unglaublich, mega, genial, gut, super getimed. Ja, wie gesagt, kenne ich schon, brauche jetzt nicht so tun wie, ohoho, was ist jetzt hier und das kenne ich ja noch gar nicht und toll hat er das gemacht. Ich weiß, dass er es überarbeitet hat, dass er die Lautsprecher hinzugefügt hat. Ja, warum weiß er das alles? Weil The Dead Forest hat ja das nicht einfach so zum Spaß gebaut, sondern es ist ein Geschenk. Und zwar für alle Rasten aus. Hat er das gebaut? Und alle Rasten aus, wenn ich es soweit richtig verstanden habe, möchte das Video von dem Feuerwerk, also das Feuerwerk überhaupt, immer so als Endscreen oder so bei den Streams benutzen. Weil ich super toll finde. Honoriert er die Arbeit vom Dead Forest schon sehr. Und es wird, glaube ich, auch bei Asia Island eingebaut. Sorry, wenn ich jetzt gespoilert habe. Ja. Das war's. Ja, gibt es noch was zu sagen? Nein, Link und so wie immer in der Videobeschreibung. In der Steam-Beschreibung hat er auch den Link zu dem Song auf YouTube. Ja, verlinkt. Und bevor ich jetzt nur länger quatsch, schauen wir uns das Ding mal an. Natürlich machen wir zuerst Pause. Und heißen tut das Ding Survivor, glaube ich. Weil der Song so heißt. I'm a Survivor. So. Wenn wir hier hoch. Genau, da hat er den Platz markiert, wo man stehen sollte dann. Machen wir das mal so, dass wir hier schönen Hintergrund haben. Platzieren gibt es eine Simi- und Hide-Me-Platte, das ist auch sehr schön. Sehr gut. So. Dann Einstellungen. Einstellungen. Planet Soundtrack. Nur in Pause. Habe ich doch eigentlich. Spiel Soundtrack stumm. Okay. Es müsste passen. Ich teste das Ganze jetzt insoweit ein. Ja, obwohl, wenn ich es jetzt teste, dann muss man die ganze Show wieder anschauen wahrscheinlich. Ich hoffe jetzt einfach auf das Beste, dass die Musik abspielt. Wenn nicht, gibt es einen kurzen Cut. Und ich fixe das Ganze mal. Pause haben wir ja noch drinnen. Wo war denn hier der Start? Hier stand doch Start. Start. Sehr gut. So, wir haben ein Feuerwerk an sich, halte die Klappe. Hier ist unser roter Punkt. Pause haben wir noch drin, machen wir mal Play. Interface ausblenden. So, theoretisch müsste der Ton jetzt gut sein.
So, dann hoffen wir das Beste, ich mach mal Pause raus und halte die Klappe, genieß mal das Feuerwerk. So, das war's. Ich find's mega gut geworden. Eure Rückmeldung gern in die Kommentare oder schaut beim Stream vom Dead Forest vorbei. Sagt ihm, was ihr davor haltet, oder schaut beim Link beim Stream vom Alle Rassen aus vorbei. Alle Links in der Videobeschreibung. An dieser Stelle möchte aber Anno, wenn es nicht ganz passt, noch kurz was in anderer Sache ansprechen. Und zwar geht es um die Mini-Park-Challenge-Vorstellungsvideos. Die kommen ab kommendem Montag immer um 12 Uhr jeden Tag auf meinem Kanal. Und die Wer hat gewonnen, das Video, wird dann voraussichtlich am Sonntag, den ist es der 8. oder so, vielleicht ist es der 8., an dem Sonntag jedenfalls, möchte das bringen, wenn es hinhaut, schauen wir mal. Und ganz wichtig, der Piano Tales Gaming streamt seine Bewertung live. Weiß noch nicht wann, vielleicht ist der Streamer schon vorbei, wenn du das Video siehst, dann schau bitte bei ihm auf dem Kanal vorbei und schau dir das Stream-Video an, wenn du das sehen willst. Und Alle Rassen aus macht auch Vorstellungsvideos auf seinem Kanal, auch täglich, ich denke ab Montag, bin mir aber nicht ganz sicher, ein bisschen schaut ihr einfach jeden Tag auf seinem Kanal vorbei. Und natürlich möchte ich jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir uns irgendwie mögen, ich und der Außerraster und so, also deswegen an dieser Stelle einfach, schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei und ja,
sage jetzt nur, weil ich genötigt wurde und sonst wurden mir ganz schlimme Dinge angedroht, wenn ich hier keine Werbung für seinen Kanal mache. Also wir mögen uns überhaupt nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Wir hauen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ja. Natürlich mache ich das jetzt so, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann schaut euch das Video einfach nochmal an und klickt nochmal drauf und ganz viele Klicks und alles für die... Ach, Scheißdreck, komm, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das ist mega geil, das Teil. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es nochmal eine Runde Feuerwerk. Da, die Ausrichtung ein bisschen hierhin und hierhin. Ein bisschen in der Mitte ist. So könnte das ungefähr passen. Jetzt aber viel Spaß. See you.